Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Preview First Looks zu Hawken. Das Spiel ist in der Open Beta, ist ein kostenloses, bisher noch kostenloses Mac-Spiel. Und nachdem Serienox einiges an Tests gemacht hat, dachte ich mir, ich schnapp mir mal einen First Looks. Tests kommen von mir auch demnächst. Ich habe einige Kisten da hinten stehen, einige Sachen, die ich euch noch zeigen will. Zurück zum Spiel. Ihr habt Macs, ihr merkt, ich bin auch recht niedrig im Level. Ihr könnt diese Macs upgraden mit Level-Upgrades. Ihr könnt diesen Macs neue Bodies geben. Das kostet allerdings echt Geld. Also das geht auch bisher nur mit Echtgeld, komplett mit Echtgeld. Das heißt, die müssten wir uns jetzt kaufen. Machen wir natürlich nicht. Ihr könnt euren Style ändern. Das ist euer Aussehen. Hier lasst uns... Nee, das kaufen wir garantiert nicht. Denn das kostet Echtgeld. Das kaufen wir bestimmt nicht mit Echtgeld. Und es gibt Optimizations. Das heißt, ihr könnt hier mit Punkten, indem wir das clearen... Können wir sagen, Autofill, bitte, ich möchte mehr Offenses haben. Es gibt Defense und Move. Das könnt ihr also alles machen. Je nachdem, wie hoch ihr im Rang seid, habt ihr dann mehr Punkte. Ihr merkt es, ich habe jetzt zwei, logischerweise im zweiten Rang. Equipments gibt es verschiedene. Dann auch erst natürlich mit höheren Level. 25 ist einer der höchsten. Es gibt auch noch andere Mechs, die ihr euch kaufen könnt. Entweder mit Echtgeld oder mit verdientem Geld. Bisher haben wir nur den Recruiten und es gibt den Test Drive, den wir zum Beispiel auch hier Test Driven könnten. Aber ich will mal bei meinem Recruit bleiben, den ich schon kenne. Und dann gehen wir nämlich auch schon los ins Matchmaking. Da gibt es Team Deathmatch, das sollte sich selbst erklären sein. Missile Assault, wo ihr Capture und also wo ihr angreifen und verteidigen müsst. Und zwar drei verschiedene Silos. Das ist quasi so ein Flaggenspiel. Siege ist eigentlich auch ein Team Deathmatch, allerdings müsst ihr eben versuchen, langsam vorzurücken. Das kann man jetzt momentan nicht spielen, weil ich jetzt nach dem einen Update zurückgesetzt wurde, weil ich nicht genügend Matches gespielt habe. Das habe ich aber allerdings schon mal gespielt und ein Deathmatch, das kennt ihr, das ist komplett alleine. Also spielen wir mal ein Team Deathmatch, denn mal ganz ehrlich, das werden die meisten wohl auch spielen. Hawken ist, wie gesagt und gezeigt, ein Mech-Spiel und davon gab es in letzter Zeit nicht sehr viele und deswegen bin ich auch ready, denn ich will euch ja in-game zeigen. Letztendlich ist es eigentlich nichts anderes wie ein normaler Online-Shooter, aber mit dem Twist, dass ihr eben in einem Cockpit von diesem wunderschönen Mech sitzt. Ihr merkt, die Grafik ist gar nicht mal schlecht und wir gehen ins Spiel. So, da sind wir im Spiel und da sind wir auch in unserem Mech drin. Das heißt, wir können hier schießen und hier schießen. Ja, wir können fliegen, wir können rennen. Und die Framerate ist ein bisschen unten gerade. Ich merke es, ich nehme nur mit ein paar Frames auf. Das liegt allerdings jetzt an meinem Programm. Das Spiel läuft extrem flüssig normalerweise. Aber ja, das passiert halt, wenn wir aufnehmen. So, falls ihr jetzt gemerkt habt, dass die Grafik enorm schlecht geworden ist, dann liegt es daran, dass ich gerade eben meine Grafikeinstellungen auf niedrig gestellt habe, damit ihr einigermaßen gute Framerate bekommt und ihr auch was sehen könnt. Das Spiel sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Es benutzt die Unreal Engine, wenn ich mich nicht irre. Da könnte ich aber auch falsch liegen, ehrlich gesagt. Wie immer, ohne Vorbereitung. Auf höchsten Einstellungen sehr, sehr schön. Auf niedrigsten Einstellungen nicht unbedingt mehr so schön. Allerdings dann flüssiger und auch fürs euch zum Aufnehmen flüssiger. Wie eben schon gesagt, wir können schießen und springen und fliegen und alles Mögliche. Und wir müssen nur langsam Gegner finden. Aber hier sind keine. Doch, da ist Gegner. Ihr bekommt EP für jeden Abschuss und für jeden Treffer. Den Treffer allerdings erst, nachdem der Gegner getötet wurde.
Und ihr seht auch auf dem Radar, wo Gegner sind, wenn sie denn gesichtet wurden. Wie gesagt, eigentlich ist es ein normaler Online-Shooter, aber halt eine andere Perspektive. Wenn ihr unseren Test gesehen habt zu Special Forces Team X, ihr merkt doch hier, man kann sich selber reparieren, was durchaus sehr, sehr gut ist und auch sehr, sehr hilfreich ist. Wenn ihr unseren Test gesehen habt zu Special Forces Team X, dann wisst ihr, dass ich gesagt habe, das Spiel hatte nichts wirklich, was es zum Herausstechen gebracht hätte. Also es war so halt ein Online-Shooter. Hawken ist ein kostenloser Online-Shooter, wie ihr sie eben alle kennt, die ganzen Free-to-Play-Spiele. Aber Hawken hat eben diese Möglichkeit, ich sag nicht, dass es hat die Möglichkeit eben, das andere zu haben, was eben andere Spiele nicht haben. Es hat eben genau diese Möglichkeit, durch die Max ein völlig anderes Setting zu haben. Und genau das ist eben das Wichtige. Während wir hier uns zurückziehen sollten. Da sind zu viele Gegner. Und uns ein bisschen reparieren auf C. Denn das könnt ihr jederzeit machen. Allerdings bringt das nicht wirklich viel, wenn ihr unter Feuer steht, denn das dauert einige Zeit. Es gibt unterschiedliche Mechs, also es gibt unterschiedliche, ihr merkt, ich spiele jetzt den Rekruten, ein extrem schlechter und extrem scheiße aussehender, aber es gibt eben die, die viel schießen, die schnell schießen, die auf gute Entfernung weit schießen, und dann gibt es eben auch die, die sehr viel Leben haben, aber sehr, sehr langsam sind. Die ganze Palette, sag ich mal. Und da merkt ihr auch so ein bisschen Level-Architektur, vielleicht noch nicht ganz komplett fertig, aber das ist noch in einer Beta, also wollen wir es mal verzeihen. Und lieber den nächsten Gegner töten. So. Jetzt sollten wir aber schnell weg, denn da waren Gegner. Und vielleicht uns reparieren. Wir haben kein Radar, ihr merkt das. Was ein bisschen ärgerlich ist zu der Zeit. Momentan gibt es auch noch nicht so viele verschiedene Karten. Aber ich meine, das Spiel ist kostenlos. Ihr könnt einfach mal reingucken. Es stört euch ja nichts dran. Einfach mal runterladen. Ich mache für kostenlose Spiele eigentlich meistens nur Videos, wenn ich der Meinung bin, dass vielleicht nicht alle mitbekommen haben, dass es da ist. Oder ich eben meine, man sollte sich vielleicht dieses Spiel mal angucken, denn ich bin doch der Meinung, dass so ein Match-Online-Spiel mal was anderes ist, als immer nur ein Third- oder First-Person-Shooter. Denn davon haben wir tatsächlicherweise in letzter Zeit doch sehr, sehr viele gehabt. Und ein Team-Shooter mit Max, warum denn nicht? So, und ihr merkt das, ich habe wunderschön viele Punkte bekommen, weil ich fast allen Schaden gemacht habe. Ich finde es ein sehr, sehr schönes System, dass man die Punkte je nach Schaden bekommt, aber auch gleichzeitig eben erst, wenn man der Kill geschehen ist. Und das macht eigentlich dann doch sehr viel Spaß. Und ich glaube, da sollte ich mich nicht hinbegeben. Das habe ich auch noch nicht gezeigt. Ihr könnt euch zur Seite hin und her bewegen, schnell und quasi ausweichen. Was auch sehr, sehr cool gemacht ist. Oh, au, au, au. Autsch. Reparieren gehört dazu, wie ihr seht. Aber ihr müsst dieses Spiel eben auch intelligent spielen. Das heißt, wenn ihr einfach reinrennt, wie ich es jetzt tue, dann werdet ihr nicht überleben. Dann werdet ihr zerstört und dann könnt ihr euch nämlich eben auch nicht reparieren. Weil ihr merkt das, ich habe jetzt noch 200 Punkte. 279, 80, 60 und jetzt bin ich tot. Ihr könnt quasi nicht einfach durch die Gegner rennen. Ihr müsst immer wieder hin und her gehen. Wir könnten auch andere Max jetzt natürlich nehmen, aber ich habe noch keinen. Also gehen wir mal los wieder mit demselben. Natürlich immer bei Online-Spielen die Frage, sehr, sehr wichtig, inwiefern sieht es balanceweise aus von den kaufbaren Gegenständen her.
ganz einfach, ich kann es jetzt noch nicht sagen, es ist noch in der Beta. Ich würde mir persönlich nie was kaufen in solchen Spielen. Es ist einfach gegen meine Natur, in irgendeinem Online-Spiel was zu kaufen. Ich mag auch zum Beispiel Online-Rollenspiele nicht, in denen man Gebühren zahlen muss. Einer der Gründe, warum ich nie mit World of Warcraft angefangen habe. Einfach weil... Das geht einfach gegen meinen Strich. Ich bin halt einfach der Meinung, dass... Ja, sowas... schwachsinnig ist. Und ich glaube, ich bin genau in die Gegner gesprungen. Das war genauso schwachsinnig. Wie irgendwas online zu kaufen für irgendwelche Online-Spiele. Ich habe lieber meine Spiele und wenn sie kostenlos sind, dann kaufe ich mir auch nichts dazu, weil es ist ja in den meisten kostenlosen Spielen dann doch so, dass man alles bekommen kann mit genügend Geduld. Das Spiel an sich wird dann auch als gut empfunden. Als schlecht empfunden wird es dann eben erst, wenn man durch das Gekaufte einen Vorteil hat. Was bisher meiner Meinung nach noch nicht der Fall ist, aber das kann man sehr, sehr schlecht jetzt schon sagen. Einfach weil... Und ich meine, das ist eigentlich ein bisschen dreist, dass man schon in der Beta, also in der noch nicht fertigen Phase, Geld ausgeben kann. Aber okay, im jetzigen Zeitpunkt ist es einfach noch nicht zu sehen, wie es am Ende sein wird. Und ich glaube, ich habe mich nicht selber abgeschossen. Gewinnt denn mein Team wenigstens? Wir haben noch 5 Minuten. Naja, 4-4 geht ja noch von der KD her. Ich muss sagen, ich finde es recht schön, nach einiger Zeit eigentlich wieder ein Mac-Spiel zu sehen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Mac-Spielen an sich haltet. Oh, jetzt kommen die Gegner hier, aber... Was ihr von Mac-Spielen an sich haltet, sind die eurer Meinung nach, ja, zu vermissen gewesen in den letzten Jahren oder aus einem guten Grund, die rausgekommen waren, nicht gut gewesen? Kann ja durchaus daran liegen, dass Macs einfach gar nicht mehr so gemocht sind in der Weltgeschichte, wie sie es mal waren, während ich da dann doch von dem Berserker zerstört wurde. Er war aber auch fast tot, das muss ich mir doch dann zuschreiben. Fast ist aber eben dann doch nicht ganz. Und wie gesagt, wenn ihr gerade vorskippt, noch einmal, die Framerate und die Grafik sind normalerweise besser. Ich habe es runtergeschaltet ein bisschen, damit ihr überhaupt was sehen könnt. Es gibt halt eben immer noch manche Spiele, die ja nicht ganz wollen mit dem Aufnahmeprogramm, da wo dann immer so schön, wie es heißt, die Technik streikt. Ja, hier links zum Beispiel. Das sieht normalerweise nicht so aus, dass... Schlechte Grafikeinstellungen. So, da unten sind 2 Gegner, das heißt, damit werde ich eigentlich sterben dürfen, denn das ist so gut wie nicht zu überleben. Außer wenn man wirklich gut kämpft und einen guten Mech hat und ich habe es nicht geschafft. Einzigen eins, das schafft man meistens noch, wenn man früher anfängt zu schießen und den gleichen Gegner hat natürlich. Aber man schafft es meistens eben nicht komplett.
Es gibt auch die kleinen Power-Ups. Ich habe also auf F, den gerade gelesen habe, wahrscheinlich Waffenkühler. Das heißt, meine Waffen überhitzen nicht, beziehungsweise ich kann die direkt wieder herunterkühlen, kurz vorm Überhitzen. Hätte ich eben gerade benutzen können, wenn ich noch länger gelebt hätte. Aber ihr kommt meistens gar nicht dazu, dass die überhitzen, weil entweder sterbt ihr vorher oder der Gegner ist vorher tot. Ja? Naja, aber jetzt zum Beispiel hat's. Jetzt zum Beispiel war es gut, dass ich es hatte. Aber auch hier bin ich gleich tot und hätte ihn fast nicht gebraucht eigentlich. Es gibt natürlich auch andere Power-Ups, die sind dann auch nützlicher. Ich meine, das ist ja einfach dann das Beliebige, was man eben selber gerne hat. Und nach wie vor weiß ich nicht, wo dieser Bot eigentlich in dem Mech ist. Irgendwo am Arsch muss er wohl stecken. Und ich glaube, gleich sterbe ich, denn... Ja. Oh, das war der Verbündete. Jetzt bräuchte ich zum Beispiel die Gun, aber jetzt habe ich sie natürlich nicht. Also das ist aber typisch. So, jetzt. So, haha, ist wieder 1 gegen 1. Also wirklich 2 gegen 1 kann man meiner Meinung nach so gut wie nicht schaffen mit dem, jedenfalls mit dem Mech, den ich hatte. Und das Spiel ist in einer Minute vorbei. Damit dann auch gleich unser Video. Weil das ja schon das Ende ist und die meisten dann doch wieder bis zum Ende durchklicken, weil sie vielleicht dann doch nicht ganz sehen wollen, was ich zu sagen habe. Was haltet ihr von Hawken? Vielleicht habt ihr es ja schon gespielt. Was haltet ihr von Mech-Spielen an sich? Sind Mech-Spiele was es öfters geben sollte, was es vor allem in einer guten Variante öfters geben sollte? Wir haben ja dann doch in der letzten Zeit Mech-Spiele gesehen, die nicht unbedingt so waren, wie sie hätten sein sollen. Wenn ihr wisst, über was ich rede, dann wisst ihr es auch. Mir fällt der Name nämlich gerade nicht ein. Und auf jetzt. Okay, jetzt sollten wir wirklich langsam... Wow, 25 Leben, das ist wirklich... Glück, pures Glück. Gut, wir sind am Verlieren. Wir waren so weit vorne. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da haben wir doch in der Tat noch in der allerletzten Sekunde quasi verloren. Immerhin war ich zweitbester. Was soll's? So, meisten Tode. Da war ich zum Glück nicht dabei. Meisten Hilfen. Da war ich auch nicht dabei. Ich habe 9 Abschüsse. Interessant. Ja, der war wirklich ein Close One. Gut. Hier seht ihr jetzt nach dem Match eben die EP, die wir bekommen haben und die Punkte, die wir dazu bekommen haben, quasi die Hawken-Punkte. Die Boosts könnten wir natürlich jetzt bekommen, wenn wir eben Geld bezahlen. Wir sind im Level aufgestiegen, das geht am Anfang immer noch sehr schnell. Das gibt dann jedenfalls immer einen Attack-Punkt dazu. Hier könnten dann noch mehrere Mechs sein, wenn ihr mit mehreren gleichzeitig spielt. Und den Rest der Statistik müssen wir uns dann nicht mehr angucken. Wir verlassen mal die Partie. Zurück ins Hauptmenü. Ich abmoderiere dann nochmal. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Hawken haltet, was ihr von kostenlosen Online-Shootern haltet, was ihr von Mech-Spielen haltet. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Das hilft uns, dass wir richtige Videos machen. Demnächst zeige ich euch dann das Headset hier und noch eine Tastatur und vielleicht noch andere Spiele. Ich bin ein bisschen beschäftigt momentan, aber mal sehen. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal und wir hören uns beim Wochentalk dann. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.